Ja, wir gedenken ja dieses Jahr zum 75. Mal der sogenannten Reichspogromnacht, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 stattfand, bei der Hunderte von Synagogen im ganzen Deutschen Reich in Flammen aufgingen und Geschäfte und Wohnungen geplündert wurden und nicht zuletzt auch ungefähr 100 jüdische Bürger ermordet wurden. Ich habe mir die Frage gestellt, was steckt da eigentlich dahinter? Was war der Anlass? Der Anlass war, das ist vielleicht noch bekannt, ein Attentat, das in Paris stattfand. Aber wer war der Täter? Der 17-jährige jüdische Jugendliche Herschel Grünspan. Und wer war sein Opfer? Und wie kam es eigentlich? Warum schritt ein 17-jähriger Jugendlicher eigentlich zu einer solchen krassen Tat? Und da habe ich mich mal rangemacht und habe angefangen zu recherchieren. Also, das Buch ist zunächst einmal viel mehr, als es ursprünglich geplant war. Ursprünglich war eine reine Biografie über Herschel Grünspan geplant. Inzwischen ist es eigentlich viel mehr geworden. Es ist zunächst einmal wirklich das erste Buch zu diesem Thema, das auf einer seriösen, sehr breit angelegten Quellenbasis geschrieben wurde, zumal in Deutschland. Ich habe recherchiert das persönliche Schicksal beider Hauptpersonen, sowohl Herschel Grünspans als auch Ernst vom Rath. Ernst vom Rath, der natürlich am 9. November dann gestorben ist, das ausschaltet, aber der hat eine sehr interessante Vorgeschichte. Ich versuche zu erklären, ob er eigentlich Nazi war und der Märtyrer war, den das Propagandaministerium dann dargestellt hat. Aber natürlich viel spannender ist sicherlich noch die Geschichte Herschel Grünspans, der ja in Untersuchungshaft kam, der dann nach der Besatzung oder ganz kurz vor der Besetzung von Paris durch die deutsche Wehrmacht in einer dramatischen Flucht wochenlang, also quer durch Frankreich bis nach Toulouse geflohen ist. Das Besondere an dem Buch ist zunächst einmal die breite Quellenbasis. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Ich habe also tausende von Seiten durchgeackert, durchgeforstet nach Informationen. Nicht zuletzt habe ich im Staatsarchiv München 4000 Seiten Archivmaterial gefunden, die bisher gesperrt waren, die also jetzt wirklich erstmals benutzt werden durften. Ich glaube auch, deren Existenz überhaupt bisher mehr oder weniger unbekannt war. Dann gebe ich auf verschiedene wichtige Fragen antworten oder versuche sie zu beantworten. Nämlich unter anderem heißt es ja, ist weithin anerkannt, dass oder glauben viele, dass dieses Attentat quasi eine Beziehungstat war. Das heißt, dass Herschel Grünspan und Eduard vom Rath eine homosexuelle Beziehung hatten. Da gehe ich der Frage nach, stimmt das eigentlich? Oder war es nicht doch eine politische Tat, also weil Herschel Grünspan ein Zeichen setzen wollte gegen die Judenverfolgung in Deutschland? Dann die Frage, die sich bereits seit Ende der 50er Jahre immer wieder stellt, hat Herschel Grünspan möglicherweise den Holocaust und den Krieg überlebt? Und nicht zuletzt auch eine Frage, die so überhaupt noch nie gestellt wurde. Und da glaube ich, komme ich zu einer sehr spannenden Antwort, nämlich, ist er eigentlich tatsächlich der Mörder Ernst vom Rath? Also hat er wirklich Ernst vom Rath ermordet? Der starb ja 2 Tage nach dem eigentlichen Attentat. Oder hat es einen anderen Grund gegeben für den Tod Ernst vom Rath?